Guten Tag. Mein Beileid. Hab Dank. Ich wollte einem lieben Verwandten Lebewohl sagen. Ach ja? Ich kenne dich gar nicht. Ich glaube, ich bin dein Vetter. Im Gegensatz zu deinem blieb mein Vater in Vlashim. Er muss dir doch gesagt haben, woher unsere Familie stammt. Er hat nie viel von ihm gesprochen. Sie verstanden sich nicht. Oh ja, böses Blut. Lange Zeit wusste ich nicht einmal vom Bruder meines Vaters. Du weißt also, dass mein Vater auch eine Frau aus Vlashim heiratete? Natürlich. Ich höre bis zum heutigen Tag nur Gutes über Lucia. Gütiger Gott, es ist wahr. Du bist mein Vetter. Das bin ich. Dann geh nur. Verabschiede dich von meinem Vater. Er würde sich sicher freuen. Du kannst uns auch gern zum Begräbnis oder in unserem Haus besuchen. Das ist sehr freundlich. Aber ich muss bald nach Vlashim zurück. Deshalb kam ich gleich her. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Gott sei mit dir. Ich habe das... Gütiger Gott, doch nicht hier! Du willst doch nicht, dass es jeder sieht, oder? Warte in meinem Haus auf mich.
Hallo, Heinrich. Ich habe das Leichentuch. Wirklich? Gute Arbeit. Ja, nun, es war nicht leicht. Da bin ich sicher. Und deshalb... Sie ab. Was? Wie? In der Kiste ist eine Belohnung für dich. Wir sehen uns in der Kiste. Los, sie ein, macht schon! Was tust du hier? Er hat mich auch betrogen. Ich wollte ihm seine Tränke ins Gesicht werfen, aber scheinbar ist er schon eine Weile fort. Er ist wohl davongerannt, bevor ihn sein schlechter Ruf einholen kann. Bastard! So oder so sollte er lieber sein Gesicht hier nicht mehr zeigen. Los geht's!
Heinrich! Schön, dass du da bist. Gott sei mit dir. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha, mal sehen, was wir da machen können.